Hallo. Na? 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 Ich muss meine Schuhe wieder anziehen. Jetzt habe ich sandige Füße. Ja, hast Pech gehabt. Wo sind die anderen? Die stehen weiter vorne, weil Emma hat's vom Motorrad gehauen. Was machst du hier alleine? Wie, ich war joggen. Deswegen sehe ich auch so scheiße aus. Ach so. Ja. Zeig auf. Achso, ich muss, aber wir müssen vorne mein Dings muss ich noch abschließen, mein Auto, glaube ich. Was ist denn das? Da vorne. Ein Stück weiter vor, das rote. Der Dodge. Ja. Dein Lieblingsauto, wahrscheinlich. Ja. Sag mir, wann Stopp. Stopp. West ist jetzt bei uns, weißt du das schon? Nein, ernsthaft? Wirklich? Ja. Nicht im Ernst. Doch. Hallo. 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 Hallo, Haley. Ach, guck mal. Wow. Da sind die auch schon. Darf ich euch vorstellen, dass das Oh, hola. Ha. Ja, gut, auch Zeit, Hallo. dass du deine Also Olle mal unten, vorstellst, Alter. Wie Olle? ja. Sag nicht Olle! Ja, was denn? Und dann Guck, in wir der kommen gleich. Kleidung, Ansonsten nimm super. meinen Motor ran. Yay. Ja, kommen wir Ja, da irgendwie besser runter, ohne als. da? Besser als ein Herr beschissener Schlitz, oder? Du kannst springen, Baba! das Das draußen sehen. trage ich Herr sowieso nicht im Cemba! Ja, oder Grüße so Sie! komischen, was auch Ja, immer. lang nicht gesehen! Ja, ist richtig. Sieh auf! Nee, alles gut, den klemme ich mir jetzt. So, Moment. Ja, wie kommt man jetzt hier am besten. Pass auf, Medic, komm hier. Oh je, Ich zeig Achtung! dir das. Ich zeig dir das. Ich hätte ihn runtergefahren. Lass den ruhig Ah, mein springen. Rücken. Arbeitsunfall. 6 Wochen Wie krank. sind die denn da runtergekommen, bitte? Ich zeig dir. Dass deine ganzen Jungs dabei sind, wusste ich jetzt nicht. Nicht? Nein. Keine Ahnung. Wo soll man sein? Ja, Latifa. Hallo, hallo, hörst du Na? mich? Ja, Ja, ich höre meine dich. Freispruchanlage hat nicht funktioniert. Kein Problem. Weißt du, wo die Grove Street sich sonst aufhält? Es ist keine dort. Ja, ich glaube, die sind gerade Der unterwegs. lässt den immer offen. Woher weißt du das? Ja, weil ich das weiß, Latifa. Ja, wo Ich sind die klaue denn den Defi. gerade? Nein, hör auf. Ist, glaube ich, gerade. Ich sag dir Bescheid, wenn du die wahrscheinlich wieder antriffst. Ja, voll spät bestimmt wieder, ne? Ja, aber jetzt gerade sind die, glaube Lass ich, mal das unterwegs. Ritalin Ja, da klauen! bestimmt bei der Marihuana-Tour. Ich mach Das könnte dir gleich natürlich Licht sein. an deinen scheiß Nein, Motorrad, die sind wenn du bei da nicht mir. aussteigst. Aber warum? Auf! Naja, weil Luis bei denen ist. Ella, wo bist du? Ich bin Können wir uns erstmal unterwegs. hochkommen? Ja, wenn die bei dir sind, dann stell die mir doch vor. Ich weiß ja gerade gar nicht, was sie vorhaben. Ja, dich töten wahrscheinlich nicht. Nee, natürlich. Logischerweise nicht, nein. Ja, Würde ja auch nicht also. viel Sinn machen. Ich weiß nicht, was sie jetzt vorhaben. Bestimmt. Das wäre ja was. Ich denke schon. Ja. Nee, Ella Leo war eben der Erste, der gesagt hat, dann lass sie holen fahren. Okay. Wir wollen ja nicht, dass irgendwas passiert. Opi ist ruhiger geworden. Wer ist ruhiger geworden? Opi. Welcher Opi? Hinter mir, Opi. Ich bin einfach nur der Älteste von dem Haufen hier. Ach so, okay. Ja, das wusste ich ja nicht, ja. Ja, kennst du schon Luke? Ja. Joa. Ja, Luke, das ist Ella. Ich weiß. AKA Haley. Ja. Aka, wow. Ich hasse den Namen. Also sollen wir sie Haley nennen? Nee. Da muss ich Ich sie will sie umspeichern. Haley. Scheiße, ich habe keinen Akku mehr. Verdammt. Na, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Okay, Das wie ihr hättest du jetzt wollt. nicht sagen sollen. Wieso? Wieso? Was kommt dann dabei raus? Was geht's denn zu lachen? Die Jungs der Grove sind sehr kreativ, was das angeht. Okay, dann bin ich jetzt Also ja mal ich bleib gespannt. diesmal ruhig. Wir lassen uns schon was einfallen. Ja, okay, vielleicht bleiben wir dann bei Ella oder bei Haley. Jungs, Brainstorming. Was ist denn jetzt da unten? Kann man weiter oder was?
Echo! So, du brauchst jetzt noch einen Kühlakku hier. Was? Gibt's Geschenke? Danke für die Ritalin! GrowMC! GrowMC! Wir müssen noch danken, waren. Mein Dank ist wieder fast alle. Ja, warum fest auch die ganze frag Zeit? Frag mal den Ding, ich glaube, ich habe hinten im Kofferraum Benzinkanister gesehen bei dem Barber. Hey, Barber, mein Bester! Champion! Hättest du nicht lieber eine Viagra nehmen sollen? Das Ding geht auch oh, so. Oh, Schatz feiert. Ich geh mal kurz weg, ich hab wie so ein gleich einen Zwergenzipfel. Geh mal kurz beiseite, ich guck gleich mal. Mädi, kannst du jetzt gleich den Jiki-Chang-Move machen bei mir? Granit. Was? Granit. Ja. Sieht gut aus. Kennst du schon, Ella? Gleich noch mal. Guten Tag. Einmal hier so drüber. And she's something under my umbrella. Warte, Telefon, hi. Gleich, Sekunde. Hi. Das geht. Ja, das ist Emma. Kennst du Emma schon? Ja. Freundin von Dennis. Ja, sie kennt sie. Okay, das ist gut. Dennis, ich fass es nicht, ey. Jungs, der hat mir jemand das nicht was von der hat. Teesorte dabei? Glaub, Emma hat auch grün an. Nee. Ja, ich seh's. Trink keinen Tee. Und kein also, Dritter. Da ist man mal 4 Tage dabei. Im Urlaub, ja. Und dann... passiert eine ganze Menge. Ja, anscheinend. Ich ja gar nichts mehr mit. Checken, alles gut. So ein Benzinkanister. Dennis wird gleich erstmal den Kopf gewaschen. Ja, alles gut, passt schon, ist in Ordnung. Doch, nein, weil er mir nichts erzählt hat. Ach so, ja, okay. Schon 7 Päckchen dabei. Was hast du eigentlich gemacht, Emma? Richtig Stress. Was? Die ist geflogen. Macht's gut. Er hat mich nicht festgehalten. Tschüss. Das ist schlecht. Ja. Ich hab's dezent gesehen. Mach mal. Hallo Ella! Dennis! Wann dachtest du denn mir davon mal zu erzählen? Erstmal hallo. Mama, oh rein, hab's lieb! Ich könnte mir vorstellen, wie der in die tschüss, bei der Justizsicherheit zu arbeiten. Viagra. Nein. Nein. Mhm. Du hast mein. Ey, der hat den Jiki-Chang-Move bei mir vergessen. Ja, das ist ja schon ein bisschen her, ne? Ja, 4 Tage. Ist ein bisschen her. Ist richtig. 4 Tage? Nein, das ist schon lange her. Nee, es war letzte doch, Woche. Nee, vorletzte Woche. Das denkst du. Das ist so. Na gut, dann war es halt vorletzte Woche. Ist das mein Gesicht gesehen? Jetzt verstecke ich es wieder. Oh Gott. Tampon. Richtig. Ja, da. Hallo, White Chocolate Mama. Was? Du hast gesagt, wir dürfen dich nennen, wie wir wollen. Moment, wie ja. Nennt ihr mich jetzt? White Chocolate Mama. White, oh Gott. Ja, okay, darunter kennt mich wenigstens keiner. Können wir weiterfahren? Ja, das können wir ändern. Sekunde. Wo fährt die genau jetzt hin? Mount Chiliad hoch. Wo ist dieser Mount Chiliad? Ich hab vor keine... uns, der große Berg. Vor uns, Alter. Ich muss erstmal den Kontakt in meinem Handy ändern. Von Ella zu White Chocolate Mama. Moment. Ey West, wenn ich schnell dein Handy klauen, da steht da wirklich drin, hau ich dir eine rein. Aber ich darf das machen, oder? Dürfte ich vielleicht kurz noch Dope verkaufen, schnell? Nein. Oh, wir wollen noch nach oben. Komm schon. Ja, okay. Run, jetzt scheiß mal auf Gras verkaufen, wir wollen ein bisschen chillen mit Family. Okay, ich folge euch. Leo fährt vor. Opa, fahr! Los! Obi fährt. Ich war, ein paar Tage weg und hab mich um neue Autos gekümmert. Und, ja. Samstag hatte ich dann so ein klärendes Gespräch mit dem Blatz. Okay. Mit Knospi zusammen, dass wir mal wieder ein bisschen Frieden haben. Jetzt ist Frieden bei euch, ja? Ja. Ach, sehr gut. Da kommt jetzt auch nichts mehr in Zukunft. Man begrüßt sich sogar wieder. Okay. Ja, das Einzige, was... Also ich hatte halt vorgeschlagen, ne, Frieden, und die kam dann halt mit einem Kompromiss, dass wir halt nicht mehr auf der Tankstelle chillen. Ja. Dass wir halt daneben auf dem großen Parkplatz oder irgendwo bei uns in der Straße chillen. Und hat uns dann da die Einigung geholt und ja. Wir sind also im Endeffekt dann neben der Tanke. Kannst du kurz anhalten? Ja. Ich muss mich auch mal richtig festhalten. Okay. Ja. Jetzt habe ich den Griff wieder gefunden. Passt. Ja? Ja. Okay. Ja, kann ich aber machen. Sie wird sich freuen, wenn ich sie mitnehme. Sie war ziemlich zickig. Woo! Das war ja toll. Ja, gönn dir. Wir warten hier oben. Wo denn? Fehlt doch einer, oder? Granit. Wo ist Granit? Wo ist der?
Ach, ich muss kurz telefonieren. Und wo ist Lug? Der Sta- Nee, das war Luke. Okay, Granit geht nicht dran. Boah, sag mir jetzt nicht, dass ich die Ohren abgefahren. Wer alles da ist, Luis, Leo, Emma, Luis! Ich, Luke. White Chocolate Mama. Ich krieg also zu Ella. Viel, ich krieg zu viel. Ohne Witz. Und Dennis! Was los, White Chocolate? Ja. Kannst du mich nächstes Mal mal vorwarnen? Wovor, wieso vorwarnen, wovor ja, denn? Ja, übrigens, ja, Luis ist hier auch gerade. Ja, wir können dich abholen kommen. Und plötzlich kommt die komplette Family hier an. Und ach ja, übrigens, ja, höre ich dann von Luis, nicht von dir. Ja, Dennis ist jetzt auch bei der Grove. Ja, der ist mir zu früh vorgekommen. Kann ich auch nichts für, zu oder? Zu früh vorgekommen. Du ja. Bist... Okay, sonst ja, sowas komm ich nie zu früh. Sowas... Würde ich jetzt auch sagen. So. Oh Mann, Luis. Ja, natürlich kannst du auch von da. Kata, aber ich muss mal ganz kurz auflegen. Ich bin gerade in einem wichtigen Gespräch. Die Ella springt mir gleich mit dem Nacken Arsch. Erst das Kata, der deutsche Motorradtunnel, hier hochkommt. Ja, der... Digga, dein Ernst? Ja, bei der Plattform, ja. Gut, Kata, komm hier hin, wir warten auf dich. Hau rein. So, jetzt nochmal. Dennis! Ella! Ich dachte, wir sind gute Freunde. Ich dachte, wir sind gute Freunde. Auch. Ja, warum erzählst du mir sowas nicht? Ich hab das Keim auf die Nase gebunden. Keim auf die Nase gebunden, naja. Ja, die Leute sehen das schon selber mit der Zeit. Mhm. Ja. Naja. Ja. Ja, es ist schon okay, dass du mir das nicht erzählen musst. Boah, jetzt fang nicht wieder so an. Ja, ist schon okay. Hm. Hallo, Mr. Cooper. Mhm. Ja, ja. Nee. Naja. Schatz, verkackt, würde ich sagen. Oh, das ist, kann ich noch nicht so schnell wieder gut machen. Habt ihr eigentlich gerne noch einen Helm auf, ihr zwei? Ja, ist bequem. Ella trägt auch gerne Helm. Ah. Nee. Boah, das Joggen war ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Wer geht denn heutzutage joggen? Ich muss joggen. Ich hab ein Jogtraining aufgebrummt bekommen. Ja, dann für Gehirnjogging und so. Und, was für, naja. Für Gehirnjogging? Ja, Vorbereitung auf die Verhandlung. Also Kopf frei kriegen. Apropos Verhandlung. Ich müsste mal den zuständigen Staatsanwalt anrufen, ob es was Neues gibt. Du musst jetzt erstmal chillen und ein bisschen runterkommen. Chillen, genau. Runterkommen. Du bist ja, jetzt erstmal mit uns so. Unterwegs. Okay. Da schreibt sie nicht. Ist sie doof? So, warte, ich drücke jetzt auf den Knopf da auf den. So, dein Handy ist jetzt aus. Oh, Dennis! Bam. Nee, nix, Dennis. Kann ich bitte kurz deiner Freundin zurückschreiben? Nö. Doch! Mm-mm. Ich lass mir doch von dir nichts sagen. Okay. Dann nehme ich jetzt dein Handy ab. So, gib er jetzt. Bist so. Du doof? Nee, ich bin Dennis. So. Alter, du bist nicht mein Vater, ey. Okay. Der hat mich schon genug gestresst. Also, wenn ich mir gerade so überlege, wir sind mit der ganzen, mit der halben Familie hochgefahren. Wo sind die eigentlich alle? Und jetzt sitzen wir noch hier. Wo sind Hast die? Hast du eigentlich schon deine 150.000 Eintritt bezahlt? Welch? Du willst mich verarschen. Waren das nicht mal 200.000? Stimmt. Ella. Ja, Dennis. Nix. Du brauchst mir gar nicht mehr kommen. Warum? Ja, du schuldest mir jetzt erstmal ein bisschen was. Was denn? Ja, das kannst du dir überlegen. Wer hat sich denn die letzten Wochen nicht bei mir gemeldet, hä? Aha. Hä? Wer hat sich heute gemeldet? Heute. Ja, ja. Und was ist, wo ich bei der seitdem ich nicht mehr bei der Justiz arbeite, Wie oft hast du dich gemeldet? Lass mich überlegen. Richtig, einmal. Das ist nicht richtig. Doch, dann würde ich mich fragen an deiner Stelle, warum? Nee. Mhm. Und vor allem stimmt das nicht, Dennis. Doch. Nee.
Ach, und wie war das Mittwoch? Oh, ich melde mich nachher, du musst dich unbedingt mal erzählen, warum was passiert ist, warum du suspendiert bist. Ja, da hast du dich nicht mehr gemeldet, da hast du gesagt, du rufst zurück. Nee. Doch. Da stand Emma neben mir, die hat das mitbekommen, da hast du dich nicht mehr gemeldet. Ja, okay. Ja. Gleich. Hallo, Temitamo. Ah. Ja, Kater. Ja. Kennst du schon Haley? Guten Tag. Haley Chamber. Haley klar, Chamber. Was geht, Haley? White Chocolate Mama. Ja, Ruhe. Ella, das ist Kater. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon kennt. Nee, glaub nicht. Dass ich wüsste. Du kennst Kater, ne? Nein. Okay. Irgendeiner von euch meint letztens so. Naja, egal. Richtig aus. Nee. Warum nicht? Ich habe letztens nur einen von euch runtergejagt, der meint, bei uns die Treppen hochzufahren am Tower. Das war Granit. Okay. Das war Granit. Warst du doch dabei. Ja, das war Granit. Stimmt. Oha, das ist aber, Wünschte, ich wäre noch Mediziner, Mann. Sieht ein bisschen gefährlich aus. Glaub, ja. Oh, aber gut, wenn der Barber... Oh Gott. Hallo? Oh Gott. Oh. Eieiei. Mein Handy spinnt rum. Du gehst vor, ja? Ja, mhm. Meinst du auch. Okay. Oh Gott. Ist aber ganz schön hoch. Ja, nicht nach unten gucken. Ach, so hoch ist das doch gar nicht. Hast du noch einen anderen Medic, der im Dienst ist? Hier ist aber ganz schön windig. Oh Gott. Aber ich bin drauf. Hallo, Han Solo. Auf Peps. Oh. Oh Gott. Oh Gott, das ist aber hoch. Da bin ich schon falsch umgesprungen. Ehrlich? Ja. Boah, wir können mit dem Motorrad hier links, nee, rechts, über diese Holzrampe springen und dann mit dem Fallschirm runtersegeln. Das haben wir schon mal gemacht. Was? Ja, aber sonst seid ihr noch ganz... Vom Motorrad abspringen? Seid ihr lebensmüde? Und dann... Ja, oder? Hier, nee, nicht abspringen. Motorrad hier über diese Holzrampe. Da vorne. In der Luft irgendwann vom... Ja, vor uns, genau. Okay. Da runterspringen, in der Luft irgendwann vom Motorrad abspringen und dann wie Splinter Cell darunter. Ach du Scheiße. Da sind wir in Palito Bay gelandet. Nur also, eins ist gegen eine Hauswand geflogen. Mir ging ja schon die Muffe, als ich hier vorne auf dem Kran stand. Wie kommt man auf die Idee, da runter zu springen? Weiß nicht, wer hat Motorräder? Pur. Das ist richtig gut. Also zumindest mit dem Fallschirm. Mit dem Motorrad. Das ist auch cool. Respekt. Nee, trau ich mich nicht. Oh, ich muss mir jetzt von Dennis mein Handy wiederholen. Mach mich verrückt. Müde vom Arbeiten? Oh je. Da muss mal eine bessere Hälfte. Hab ich vergessen. Vom Dach gefallen. Fick dich. Vom Dach. Ernsthaft, so völlig trocken. Aber sie war doch gerade auf dem Dach. Wo ist sie hin? Ja, die ist runtergefallen. Nee, das geht anders, das Lied. Das geht. Louis hat Style, Louis hat Geld. Er ist Louis. Hey, die haben telefoniert, ich guck mal gerade. Ja. Wo bist du? Warum? Also ich glaube, ich hatte doch schon mal Kontakt mit Ella, aber einen ungewollten. Ja, wann denn? Weiß nicht, du hast irgendwann mal einen Durchsuchungsbefehl für meine ganze Garage ausgestellt. Aha, knick knack, ab ja. Gefängnis mit dir, du Verbrecher, du Krimineller, dann, du, weg mit dir, knick knack. Und dann war mein Karabinergewehr weg. Eieiei. Wenn ich eins gehabt hätte, natürlich. Ja, und dann saß ich da 3 Stunden im FIB Tower. Oh Gott, wie lange ist das denn her? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Schon ein bisschen her. Ich wollte gerade sagen. Ne, so viel zum Thema. Ne, zum Thema Grove und so. Und Anklage. Da war, nee, das war nicht mit Grove. Nee, achso, das war nicht mit Grove, sondern? Nee. Geheimdienst 007. Kater. Geheimdienst 007. Du Verbrecher, du! Du Krimineller! Du hörst ins Gefängnis! War ich doch schon auf genug. Ich habe doch nicht umsonst 20 Akten bei der Polizei. Aha. Oder 19 waren es, glaube ich. 19? Eieiei. Ja. Na. Das ist ein schöner Berg. Was denn? Nicht so viel. Ach so, nee, hab ich nicht. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt. Ich bin suspendiert, ist mir doch alles scheißegal. Ach so, Glückwunsch. Wow. Ich habe auch noch keine Akte. Akte? wer weiß, Dennis. Ich hab schon eine angelegt, kurz bevor ich suspendiert worden bin.
Was? Haftbefehl gegen Dennis West wegen Dummheit. Am Steuer. Halt die Fresse! Heißt noch nicht inzwischen schon wieder Van Bach? Ja. Van Gogh. Hallo, na, James. Und wie ist hier, wie ist dein Name hier bei der Grove? Geheim. Geheim. Jetzt ruft Dex mit an. Sag doch geheim. Guck mal, das ist ein UFO, Digga! Ah, die Aliens, Digga! Jetzt leg wieder auf, schnell! Ich muss auflegen, Digga! Das kenne ich irgendwo her. Alien! Dann macht ernst, Mann! Warte, du musst noch die Geräusche vom UFO machen. Nein, Digga! Hör auf, Mann! Angst, Mann! Du Memme. Hey, nee, sein Spitzname bei uns ist Toastbrot. Toastbrot? Nee, ich hab einen anderen. Ich weiß aber, wer hat mir den nochmal gegeben? Warst du das nicht, Kada? Na ja, was? Okay. Alles klar. Irgendeiner hat mir so einen komischen gegeben. Taschenlampen-Toastbrot. Nein. Ich nenne dich jetzt Toast, das ist lustig. Das Weißbrot? Ja. Toast? Nein, nicht Weißbrot. Schneeflocke? Hey, Schneeflocke, Digga. Ja, du bist Toastbrot, Emma ist Schneeflocke. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Aber eigentlich, wenn du noch weißer wärst, dann wärst du Taschenlampentoastbrot. Ich bin weißt gar nicht weiß. Du bist richtig weiß. Ich hab gesagt, wenn du richtig, nicht. Richtig weiß wärst. Nur so weiß, so zum Beispiel Dings. Ella ist Taschenlampentoastbrot. Was? Taschenlampentoastbrot? Wow. Ja, wenn du ein Toastbrot nimmst, das ist schon weiß. Und wenn du dann noch eine Taschenlampe dahinter steckst, dann wird das ja noch heller, weil ja, das so durchleuchtet. Ja, das stimmt. Ich müsste dringend mal in Sonnenstudio. Sonnenbank-Flavor. Luis! Aufwachen! Was? Ich hab schon wieder einen neuen Spitznamen. Was denn? Irgendwas mit Taschenlampe. Toasty. Ja, schlimmer. Mit irgendwas mit Taschenlampe. Taschenlampentoastbrot. Ja, irgendwie sowas. Das ist doch Dennis. Nee, ohne Toastbrot. Ich weiß nicht, musst du Carter gleich fragen. Der holt kurz einen Kollegen von euch ab. Ah. Wichtig ist natürlich, dass ihr du? Hallo, ich bin das Toastbrot. Ja. Und auch nicht jetzt gerade erst frisch reingekommen seid, sondern dass ihr auf jeden Fall schon 2 Stunden dabei seid. Ach ja. Spielst du nur KW heute? Ich habe vorhin schon ein bisschen SOT gespielt. Wir gucken, wie lange was geht und dann switchen wir noch nach. Das ist auch irgendwie cool, oder? Das ist cool? Ja, dass ich dich mitnehme, so nach hier, so, dass die da nichts gegen haben. Ich habe gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht damit. Ich dachte halt, du bist mit Dennis unterwegs. Ich war gerade ein bisschen überrascht, dass plötzlich irgendwie deine ganzen Jungs dabei sind. Schon cool, oder? Das ist schon, ja. Also ich hätte nicht ganz ehrlich nicht erwartet, dass die mich irgendwie akzeptieren. Akzeptieren die mich jetzt? Ja. 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 Ella, siehst du das auch, was ich da sehe? Nee. Lichter am Himmel, die sich drehen? Nee. Luis. Ja. Was? Und ich hab nichts geraucht, nein. Hä, wo? Moment. Huh? Ah, seht ihr das auch? Eben schon mal gesagt. What the fuck? Wo denn?
Ich was denn? Komm her, hier, wo wir stehen. Ja. Hier fliegt ein UFO, und dann geradeaus da oben. Hier ist ein UFO vor mir. Für ein UFO. Wallah, hier ist ein UFO. Nee, da ist kein UFO. Doch hoch, da ist ein UFO. Ey, guck mal, da ist gar kein UFO. Ihr solltet mal mehr rauchen, Mann. Hol auf mein Trip. Wallah. Ja, eindeutig zu nüchtern. Da ist ein UFO und da läuft ein... Die haben eine Werbung warte, drauf. Machst du Foto? Warte. Ich mach euch Foto. Warte. Jetzt darfst du. Voila. Warte, Digga. Alter, was ist das denn? Das ist Luke approved. Jetzt darfst du. Kennst du das noch nicht, Luis? Nee. Kennst du das andere UFO? Das kenn ich, am Strand? Ja. Oder welches? Mhm. Es gibt auch eins unter Wasser, ne? Mhm. Ach, so, Leute. Ah, warte. Habt ihr alle Aufrufezeichen GTA für den GTA-Code gemacht? Ja? Dann würde ich jetzt gleich auslosen. Ist doch voll normal. Dennis. Nee. Das ist doch kein UFO. Mach mal deinen Fussel weg. Das irritiert mich. Danke. Das ist der grüne Daumen. Ist so. Der grüne Daumen. Ja. White Chocolate Mama. Der Kater, gib mal eins oder zwei. Noch zwei. Danke. Herr Schatz, komm mal her. Zucke! Nein! Wir sind ein bisschen zu eng, komm mal mit. Gleich! Danke. Okay. Bye, Folie. Solltest du. Ein schönes Auto. Da muss ich mich, also ich hoffe, muss der ich gefällt mir was dir. Gutes überlegen, um mich zu revanchieren. Brauchst du nicht. Doch. Die Frage ist ja überhaupt erstmal, magst du überhaupt Mercedes? Ja. Also es kommt drauf an, was das für ein Wagen ist. Da ist zwei Süßen. Na doch, Schnocklecker. Bring Emma kurz unten zur Bushaltestelle, die geht jetzt, oder fährt mit dem Bus nach Hause schon mal schlafen. Was ist denn mit ihr? Ja, die muss morgen früh aufstehen. Tja, das ist praktisch, wenn man suspendiert ist. Man muss nicht mal früh aufstehen. Ja, mach das. Ja, ich bin gleich wieder da. Bis gleich, Dennis. Ja, bis gleich. Grüß Emma schön. Ja, mach ich. Du hast eine schicke Hemdfarbe, die gefällt mir. Das ist ein Pulli, das ist kein Hemd. Scheißegal, trotzdem gefällt mir die Farbe. Oh, jetzt ruft mich so ein komischer Mike Bassig an. Ja. Ja, was los? Was die Grünen für den R6 wollen? Ist ausverkauft. Ist ausverkauft. Ich hab den letzten gekauft, der im Werk gebaut wurde. Das ist gelogen. Ja, warum? Wieso, will er einen haben? Ja, hat er auch genug Scheine dafür im Portemonnaie? Ja, Fakt ist, der braucht die Scheine auf jeden Fall im Portemonnaie, ansonsten geht gar nichts. Gute Nacht, Emma. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Preislich, keine Ahnung. Telefoniert denn der schon wieder? Macht Scheine, große. Ja, die Frisur, die ich auch mal hatte. Mit irgend so einem komischen Basic. Was? Ja. Emma hat die Frisur, die ich auch mal hatte. Wie gesagt, genau weiß ich auch nicht, aber ich schätze einfach mal so 7-8 große Scheine. Also ich fahr jetzt auch runter. Warum? Ich will auch 7-8 große Scheine. Alles klar. Jo, alle runter. Hau rein. Ja, ich fahr runter. Hier oben ist es jetzt langweilig und ich will euch zwei Turteltäubchen nehmen. So, ich fahr eben Emma runter und dann kommen wir wieder hoch. Zusammen hier. Ja, du musst deinen Nutella noch auf den Taschenlampen Toastbrot schmieren. Wow. Gut, ja. Wir sind dann weg. Ja. Hat er nicht gesagt. Ich befürchte doch. Wow. Ja. So, ich bring Emma eben weg und dann bin ich gleich wieder da. Ja, anscheinend fahren wir ja alle runter. Wir fahren wieder runter anscheinend gerade. Ja. Oh. Ja, oder so. Was machen wir als nächstes? Die Grotte. Grotte? Grotte. Okay. Leo, Grotte? Alter, ich muss schlafen. Oh, ich darf nicht so an, Alter. Ja gut, ich fahr sie eben zur Bushaltestelle und dann... Also, ist dir mal aufgefallen, wie spät das ist? Ich bin normalerweise schon
noch eine Stunde weg. Pass auf, wir treffen uns einfach unten bei den Garagen in Palito Bay. Macht nicht so viel heute Abend, dann können wir morgen Abend noch was. Ja, warum nicht machen. Einfach. Also, naja, gut. Nee, ich hab momentan einfach frei, ne? Ja, gut. Dann können wir ja mal öfters jetzt was machen, Ella, wa? Wenn du dich dann meldest. Wie halt heißt die Frau? Wie heißt die Frau? Okay, White Chocolate Lady. White Chocolate Mama. Lady Mama, bei mir selber, Digga. Oh Mann. Warum? Ja, lass runterfahren. Ich hab extra Love und Romantik hier Reggae rausgesucht. Ja, hab ich gemacht. Nur für euch. Ja, hab ich gemacht. Da ist der Swing heute Abend richtig da. Schawing, schawing, so. Ach nö.